Wir können kurz quatschen, oder? Wir quatschen kurz, aber wenn es dann soweit ist, dann will ich auf jeden Fall das wissen. Sie haben ja die Romy bekommen fürs beste Buch. Sie sind ja aber auch Schauspieler. Welche Preise sind Ihnen denn lieber, wo Ihre Drehbücher honoriert werden oder dann doch Ihre Schauspieler? Ach, das kann man nicht sagen. Das wäre ja Blödsinn, das sozusagen. Aber natürlich ist es schön. Natürlich ist das Drehbuchschreiben die langwierigere und mühsamere Aufgabe. Und deswegen freut man sich auch über diese Preise sehr, sehr. Also ich habe, glaube ich, 3 Preise dafür bekommen und das war immer was ganz Besonderes, das stimmt schon. Sie haben ja immer, also... Vor allem ist es ja der Akademiepreis. Ich habe den ja von einer Jury bekommen. Ist das dann mehr wert als ein Publikumspreis? Na, es ist ja unterschiedlich, ja. Also beides hat ja was für sich, ja. Eine Jury hat was für sich und der Publikumspreis hat natürlich auch was für sich. Aber das Publikum stimmt ja auch meistens noch dazu an der Kasse ab. Also ob sie in den Film gehen wollen, dafür machen wir das. Tobi Kimaua! Tobias Moretti! Na. Der Tobi hat die 87 Milliardenste, Romy. Ich gratuliere. Insofern. Der weiß doch gar nicht mehr, wohin der will.